Hallo und herzlich willkommen. Hier ist weiter fahren wir hier in Elmgrad. Ja, die Haarveränderung geht weiter. Der Ertrag sieht ganz gut aus, mehr oder weniger. Ein bisschen hier wird mal gelb und ja, am großen und ganzen gut. Geht mal weiter. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag. Ne? Und wir morgen schon mal einen guten schönen Wochenstart. Das vergesse ich. Morgen garantiert. Weil Folge Anfang ist immer gut. Die funktioniert. Läuft die Technik? Bestens. Ja, ich sehe gerade Uploadzeit von 34. Also Wert. Ja, nachts ist am besten. Ne? Und alle schon schlafen. Ne? Ja, kriegt immer die Meldung von, dass zum Beispiel. Also ich habe so ein Prüfprogramm. Anbieter. Und da kommt immer die Meldung, dass mein Heimwerk-Netzwerk das hat. Ja, und da kommt wieder andermal die Meldung, das Netzwerk von Anbieter hat was. Also immer mal so, mal so. Wenn ich jetzt nachts gucke, läuft das gut. Also wird es belastet sein. Ich vermute mal ganz stark, dass sie, so war es früher mal gewesen, wenn die Angebot gemacht haben. Und nur Tasche hin. Oh. Jedenfalls, wenn die Angebot gemacht haben, also ist glaube ich wieder so eine Aktion mit ein halbes Jahr oder Monate gratis ohne Grundgebühr, dann kriegen sie neue Kunden, die wechselwütigen, ne? Also und dann ja, und dann nach einem Jahr, wenn es wieder teuer geworden ist, dann kündigen sie wieder, gehen sie woanders hin. Kann man ja machen, ne? Also, na, wenn ich die Möglichkeit hätte und hier was besser hätte, dann würde ich auch hin und wieder mal wechseln, wo es besser wäre. Um auch zu testen, wie die Leistung ist. Aber ich habe hier nur Kabel-Internet. Ist ja also. Es gibt wohl jetzt ein neues Verfahren, das wird getestet und dann kann man vielleicht auch mit höheren Geschwindigkeiten rechnen. Aber bis das hier ankommt, ist irgendwo in den USA, haben sie gezeigt, dass Version 4.0 kombinieren sie Glasfaser mit Koaxial von Kabelfernsehen. Das ist ja. Ja, wahrscheinlich einen besseren Querschnitt als hier Telefon, ne? Haben sie auch jahrelang verpennt, weil DSL ganz gut funktioniert hatte. Aber dann hat es doch die Geschwindigkeit über Glasfaser doch deutlich überholt. Ja, Privatunternehmen, die sind gewinnorientiert und die machen halt nur, solange sie alle zahlen, ist denen wurscht, wie schnell du im Prinzip das, das ist, ne? Nur wenn die Konkurrenz leider ist und besser ist und dann wechseln, dann sind die auch bereit, ESA zu verbessern. Wenn das nicht der Fall ist, dann hocken sie alle mit gleich Internet. Man muss dazu sagen, jetzt ist ja auch die Zeit, nicht nur Computer und so, sondern auch Netflix, Amazon und wie sie alle heißen, ne? Streaming-Angebote von RTL und so, das ist ja auch mehr geworden. Ihr meint, ich würde für RTL keine 9 Euro bezahlen für den Monat, ne? Nur um ein paar Programme zu schauen, ne? Nee, danke. Da mache ich nicht mit. Bisschen teuer und der Inhalt ist ja auch nicht so berauschend. Da kommt vielleicht doch Werbung, ne? Na. Verstehen. Gibt der hoch? Ne. Ach, die Klappe war genau beim Rohr. Das ist so ungünstig. Ja, Preise bei Hafer wird ja, glaube ich, nicht so toll sein.
1500 bei Felsbronn. Fällt aber. So, gucken wir mal an. Jetzt haben wir Juli. Und dann steigt der langsam. Dezember wird am besten. 2000. Mal sehen, wie lange ich hier aushalte. Also jetzt kann man nicht verkaufen. Normalerweise ist der Markt ja immer so, wenn viele verkaufen, dann fällt der Preis. 2000. Verhört. Glaubt sich gerade normalerweise gar nicht. So, ich, kann bei mir nur leise sein, ne? Ja, schickes Grau, ne? Aber die Farbe ist mir auch nicht nebensächlich. Ne? Wenn der Preis stimmt. Weiß würde ich aber nicht nehmen unbedingt, weil das sehr empfindlich ist, die Rostschäden zu sehen sind. Postgeld würde ich auch nicht nehmen. Das ist so. Rot habe ich viel gesehen, das verblasst mit der Zeit. Sonne scheint und so, das ist aggressiv, das ist so. Ich hatte ja mal mit Metallic Silber gehabt, das gab keine Unterschiede, keine Rauststellung. Ich hatte am Auto keine Rauststellung gehabt nach 16 Jahren. Klar, die Stellen, wo jetzt Steinschlag war, da schon, also. Da hatte ich schon was gehabt, aber ansonsten war nur kleine Pünktchen. Ich versuche mit dem Stift zu kratzen und mit so einem Stift zu lackieren, aber die richtige Farbe zu finden war noch schwierig. Aber jetzt habe ich ein anderes Auto. Eine andere Farbe. Normale Farbe halt, ne? Kein Metallic mehr. Aber es war ein Angebot, da muss man zu sagen. Also im Angebot, da kann man nicht so viel Veto scheinen. Mit passendem Rabatt geht das schon. Runde Neuwagen, nur halt Tagesbelassung, ne? Dadurch war es ein bisschen, ja, 20% billiger. Heute wird es Pech haben. Wenn die Produktionszahl sowieso zurückgeht, dann machen sie keinen Rabatt mehr. Oder die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wenn sie sowieso nicht hinterherkommen bei der Produktion. Mit so zu Ostzeiten, da musste die 5 Jahre vorbestellen, ein Christenfahrzeug. Wenn die keine Ressourcen haben, dann, dann geht es denen so wie uns früher. Verband, 14 Jahre warten. Wartburg bis zu 18, Lader, 20 Jahre, durchaus möglich. Die erste Amtshandlung, wo ich 18 Jahre alt war, Auto bestellen. Das war Wahnsinn. Ich habe mir damals einen Wartburg bestellt. Limousine. Ja. 18. 88 war das gewesen. Oh Gott, das ist lange her. Ja, da hat man kein Auto genutzt, um zur Arbeit zu fahren. Ein Auto war im Prinzip gedacht, im Urlaub fahren, ja, einkaufen, wenn man spezielle Sachen haben wollte. Nachbarstadt, eine Großstadt im Prinzip. Alles andere hat man an Bord bekommen, ne? Also im nächsten Stadt, das war 3 Kilometer. Da kannst du auch mit dem Fahrrad hinfahren, ne? Gut, da war ich auch mit dem Auto gefahren. Aber ansonsten zur Arbeit, nur mit dem Bus. Bus war auch kostengünstig. Hat die Firma jeden Euro bezahlt, jede Mark bezahlt. Ne? Also, im Grunde hast du ausgelegt, und dann hast du die Wochenkarte bei der Firma abgegeben. Und dann hast du
1:1 wiederbekommen. Egal ob Lehrling oder Facharbeiter. 8 Mark damals habe ich bezahlt für eine Woche hin und zurück. Kilometer um die 20 mit dem Bus. Also eine Strecke 20. Heute ist das nicht mehr finanzierbar. So. Aber noch Seiten. Ein Schlenker. Oder mit einem alten Bus hier, wie hieß er noch gleich? Keine Ahnung. Alten Diesel. Aber das. Gefahren sind sie regelmäßig, ne? Also mal zu sein, ne? Und die waren gerammelt, rappelvoll. Also ausgelastet. Heute fährt auch keiner mehr im Bus. Wenn man im Auto gewöhnt ist, der fährt im Bus nicht mehr. Das ist so. Das ist nur in der Innenstadt. Ja, zum Beispiel, ja, Stadtverkehr, da ist es vielleicht noch angebracht, wenn dann Busse regelmäßig fahren, ne? Bushaltestelle, vielleicht 500 Meter wird es gehen und dann fährst du zur Arbeit, eigene Entfernung, macht das Sinn, ne? Aber die allermeisten am Land leben, die, das funktioniert nicht. Du musst ja bis zum Bahnhof, müsste ich über einen Kilometer laufen. Beim Bahnhof hier in der Firma muss ich auch hier laufen. Da kann ich ja gleich zur Firma laufen. Weil ich ja da nicht warten muss, ne? Mit dem Zug musst du pünktlich sein, sonst kommst du nicht mit. Fährt er ohne dich. Das ist so. Ja, Auto ist ganz wichtig heutzutage. Oder halt Moped, ne? Moped geht ja auch. Wenn ich kein Auto hätte, würde ich mir ein Moped kaufen. Oder ein kleines Motorrad, so ein kleines, so ein 125 Kubik. So. Das kann man sich noch leisten. Nur im Winter ist halt blöd. Wenn wirklich mal Schnee liegen sollte, dann ist Straßen sind zwar geräumt, aber trotzdem ist halt kein gutes Fahren. Ne? Wenn ich früh zu Frühschicht fahre, dann meistens noch ein bisschen, also ein Extremfall doch viel starker Schneefall ist, dann liegt doch drum. Ne? Und dann ist zwar geschoben, aber wie gesagt, mit einem Zweirad ist schwierig zu fahren dann. Ne? Mein Arbeitskollege, der hat sich selbstständig Ketten gebaut, aus normalen Ketten für, weiß ich, für Kühe, weil er sich ein Trabant die Dinger angeschraubt. Das hat aber so nicht gut funktioniert, du. Sven. Das Auto sagt nicht gut. Heute kriegst du ja alle Schneeketten, kriegst du ja gekauft heute. Also die jetzt, über einen Pass fahren und so, das ist Schneekettenpflicht. Musst du bei dir haben. Sonst, wenn du stecken bleibst, dann wird teuer. Kontrolle, denke mal, wird gar nicht mehr so oft sein, aber wie gesagt, wenn du stecken bleibst und nicht berghoch kommst, dann zahlst du kräftig. Weil du blockierst die ganze Straße, ne? So, Pass. Die meisten Strecken haben auch schon Tunnel. Also ich würde dann lieber Gebühr bezahlen für den Tunnel, als über den Pass zu fahren. Weil Auto brauche ich ja, wenn er bergauf fährt, auch für Sprit. Ich habe es mal geschafft, wir haben es mal gemacht. Ausflug, so ein Busglockner, da ging es bergauf. Also immer kehren und hoch. Zweiten, dritten Gang, wenn überhaupt dritten Gang. Ne? Also immer 30, 40 so irgendwie im Dreh. Noch einen Bus vor uns gehabt, im großen. Und da warst du eh mit dem zweiten noch einigermaßen. Ne? Daran denke, wenn Auto keine Leistung haben, dann hast du auch ein Problem.
machen, ne? Die haben alle im keine Leistung mehr. Kubikmäßig ist das nicht mehr so groß. Also, wenn ich mal Leistung her sehe, hätte ich im Prinzip ein Auto nehmen müssen mit 160 PS, ne? Bei der Kubikzahl, die sie alle jetzt haben. Das ist minimal, aber für das Flachland geht's. Bergauf geht, dann musst du runterschauen. Hab hier kein Rohr ausgefahren. So. Nehmen wir. Machen wir aus. Und ja, das soll es auch schon voll gewesen sein. Ich sage dann mal danke, dass Sie reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen. Am Montag geht's weiter. Haferernte. Sieht ganz gut aus. Und dann geht's dann los mit Weizen. Ich denke mal, können wir bald fahren. Immer kleiner. Und dann. Ja, mal schauen, wie wir am besten verkaufen, ne? Und dann. Silo. Und dann mal kurz gucken. Weil der Silo ist. Das ist ein anderes Fahrzeug. Bei den Kühen. Oder? 19.000. Aber wie gesagt, Gras ist so viel, ne? BGA, BGA, gucken, ganz kurz, ob das funktioniert ist. Ups. Mal gucken. Ah, 90%, 91%. Das könnte mal was werden. Ab und zu mal zwei, drei Mal reinfahren mit Überladewagen. BGH brauche ich ja lange, ne? Aber große Vorräte ist nicht mehr. Also. Ja, also Silage ist drin, aber. Beim Fermentieren, das dauert länger. Weil da war nur die um, ne? Aber weil Silage ist ja dann geladen, ne? Ja, geht nichts rein. Arbeit schneller. Im Prinzip muss ich jetzt noch sehen, dass ich noch Gülle und Zuckerrüben reinknalle. Dann geht's. Also Mist und Gülle. Und halt die Reste, also Rübenschnitzer. Der geht ja so, ne? Da kann man irgendwie so reinkippen. So, noch Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.